Geldsorgen und Schulden sind in 2022 wohl eines der Themen, die wieder vermehrt in deutschen Wohnzimmern einfach zur Sprache kommen oder auch einfach einen beschäftigen. Heute möchte ich mit euch einmal die Hauptauslöser für Überschuldung teilen, möchte ich einmal zeigen, woran es liegt bei den meisten Haushalten, bei den meisten Personen und was man auch dagegen tun könnte, wie man dem Ganzen vielleicht entgegentreten könnte. Natürlich, es gibt immer Sonderfälle, keine Frage, und es gibt auch Einzelschicksale, keine Frage, aber sind wir mal ehrlich, viele Sachen sind auch einfach vermeidbar und darum soll das Video heute gehen. Also wenn du dauerhaft im Dispo bist oder zum Beispiel eine finanzielle Reichweite von wenigen Tagen hast, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Also bleib dran, los geht's wie immer direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mein ernstes Thema, Thema Überschuldung, was dann natürlich auch fast zwangsläufig zu einer Privatinsolvenz führt. Und heute möchten wir uns mal anschauen, woran hattet ihr gelegen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Schreibt auch gerne mal eure persönlichen Erfahrungen in die Kommentare und ich würde sagen, ich zeige euch mal eine Grafik, wo man mal sieht, woran es denn meistens gelegen hat. Hier ist die Grafik schon. Wir sehen hier einfach mal die Hauptauslöser der Überschuldung. Es kann immer natürlich mehrere Gründe geben, aber hier ist der Hauptauslöser einfach mal gemeint. Und wir sehen hier auf jeden Fall, dass in 19,9%, also quasi jeder fünfte Fall von einer Überschuldung, liegt einfach an der Arbeitslosigkeit. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das wäre vermeidbar gewesen, A, mit einem Notgroschen und natürlich B, mit mehreren Einkommensquellen. Denn viele wiegen sich immer in falscher Sicherheit, arbeiten vielleicht schon mehrere Jahre bei einem Arbeitgeber und denken quasi, die Selbstständigkeit ist risikoreich. Ein normales Angestelltenverhältnis ist auch risikoreich, denn jederzeit, und das liegt ja nicht nur in eurer Hand, könnt ihr gekündigt werden. Entweder weil die Firma insolvent geht oder weil ihr euch irgendwas habt zu Schulden kommen lassen oder eure Abteilung einfach zusammengestrichen wird oder es einfach jemanden gibt, der besser ist als ihr, wie auch immer, ist ja auch jetzt unwichtig. Aber es ist auf jeden Fall eine Scheinsicherheit und deswegen ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, sich mehrere Einkommensquellen aufzubauen. Vermögende Personen haben mehrere Einkommensquellen und das kann einfach zum Beispiel ein Nebenberuf sein oder eine nebenberufliche Selbstständigkeit oder zum Beispiel auch Zinsen und Dividenden sind auch Einnahmequellen. Natürlich, die muss man sich über Jahre und Jahrzehnte aufbauen, aber irgendwann sollte man damit ja mal beginnen. Denn irgendwann kommt man natürlich nochmal in die Rente. Das ist nochmal ein anderes Thema, Stichwort Rentenlücke. Aber hier, wir sehen auf jeden Fall, es kommt einfach darauf an, dass man sich Notgroschen aufbaut in allererster Linie. Der sollte ja einfach mal 3, 4, 5, 6 Monatsgehälter eigentlich sein, dass wenn man arbeitslos wird und auch vielleicht mal schuldhaft arbeitslos wird und man einfach mal kein Geld bekommt, dass man nicht sofort denkt, oh, jetzt kann ich nichts mehr bezahlen. Nein, dass man dann ein bisschen Reichweite hat, kühlen Kopf bewahren kann und sich in Ruhe was Neues suchen kann zum Beispiel. Und ich kann die Kommentare schon vor meinen Augen sehen. Einige werden jetzt sicher sagen, ja, in meiner Situation ist das nicht möglich. Auch das ist ein Warnsignal. Wenn du natürlich nicht in der Lage bist oder, das hört sich jetzt hart an, ist aber absolut nicht hart gemeint, ja, wenn du nicht in der Lage bist, Geld zur Seite zu legen, also wenn du dein ganzes Geld jeden Monat verbrauchst, dann bist du einfach gefährdet. Und dann ist das quasi eine riesenrote Flagge an deiner finanziellen Situation und dann musst du auch proaktiv was ändern. Es hilft nichts, dann irgendwie immer die Überrunden zu kommen, sondern auch da muss man sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht mal versucht, irgendwie eine Gehaltserhöhung zum Beispiel zu bekommen, die man sowieso immer wieder verhandeln sollte oder einfach auch mal den Job zu wechseln und oder sich einfach mal zu bewerben. Auch das kann man ja machen, während man noch in dem Arbeitsverhältnis ist und da einfach mal versuchen, einen besseren Job zu bekommen und natürlich wichtig, mehrere Einkommensquellen aufzubauen. Ja? Genau das Gleiche gilt eigentlich auch für den dritten Punkt, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Ist eigentlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Da könnte man zum Beispiel einfach entgegentreten, indem man einfach mal kurz innehält, sich mal vielleicht sonntags morgens mit einem Kaffee vor den Rechner setzt und einfach mal sich in seine Konten einloggt und einfach mal alles runterschreibt, entweder auf ein Blatt Papier oder eine Excel-Liste, was man so in den letzten Monaten an Ausgaben hatte und einfach mal wirklich mal guckt, was habe ich auf der Uhr, was kommt rein, was geht raus und wie ist die Differenz oder ist das plus minus null zum Beispiel. Das ist einfach wichtig und einfach mal, ja, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber so 1, 2 Monate ein Haushaltsbuch führen, um einfach mal Fingerspitzengefühl zu bekommen für seine Ausgaben, einfach mal wieder zu wissen, was geht wo raus. Auch wichtig, die Quartalsausgaben und die Jahresausgaben auch mit einbeziehen. Die kommen nämlich immer als große Überraschung. Januar bucht zum Beispiel immer die Kfz-Versicherung ab.
wenn man das schon jährlich macht und da spart man ja 10% zum Beispiel mit, dann muss man die Kosten trotzdem durch 12 rechnen und muss sie in seine Budgetplanung mit einbeziehen. Und das, solche Sachen sind einfach wichtig. Kann ich gerne auch mal nochmal ein Video zu machen, wenn ihr wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier noch Erkrankung, Sucht und Unfall. Sucht kann ich jetzt mal nicht so viel zu sagen, aber zum Beispiel bei Erkrankung oder auch bei einem Unfall ist es eigentlich ähnlich. Da kann man wahrscheinlich schon mindestens 80% dieser Überschuldung könnte man natürlich abfedern, indem man einfach, ja, es ist langweilig, es tut mir leid, es ist blöd, indem man einfach mehrere Einkommensquellen hat, auch Einkommensquellen, für die man nicht aktiv arbeiten muss. Und natürlich auch wieder hier Notgroschen. Ja, klar, eine Erkrankung kann natürlich auch mal 12 Monate oder auch vielleicht auch länger gehen. Das sei nochmal so ein bisschen dahingestellt. Aber ihr seht hier, dass man auf jeden Fall mit einer vernünftigen Haushaltsführung, mit einer vernünftigen Finanzplanung einfach viele Sachen hier einfach abfedern kann. Dann haben wir hier noch 8,7% längerfristiges niedriges Einkommen, 8,3% gestellte Selbstständigkeit. Finde ich jetzt zum Beispiel noch am wenigsten vermeidbar. Klar, da können wir auch wieder sagen, ja, nicht gut, der Businessplan war nicht gut genug. Aber hier ist zumindest mal ein aktiver Ansatz. Also hier hat jemand was versucht und ist gescheitert. Ja, aber in den anderen Sachen sind es meistens unterlassene Aktionen, die dazu geführt haben. Deswegen ist das so ein bisschen außen vor, würde ich sagen. Und das sind die Hauptgründe. Und auch ich habe mal ein Haushaltsbuch geführt. Auch ich führe quasi noch ein Haushaltsbuch immer wieder lose. Nicht immer. Also nicht immer dauerhaft, dass ich wirklich jeden Kassenbon irgendwie aufbewahre, aber immer mal wieder mache ich so einen Kassensturz und gucke mal, was geht rein, was geht raus, so alle paar Monate. Das ist echt Gold wert, immer den Überblick zu haben quasi und sich auch mal, auch wenn es viel Arbeit ist, sich mal wirklich alles vornehmen und wirklich mal gucken, was könnte man vielleicht kündigen, Stichwort Abos, zum Beispiel Fitnessstudio-Abos, aber auch irgendwelche Verträge, die man vielleicht mal gemacht hat, Versicherungen, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, irgendwelche Reiseversicherungen oder so. Da gibt es viele versteckte Sachen, die einfach so schlummern und die mal so eine Abbuchung alle 3 Monate sind, wo man nicht drüber nachdenkt. Guckt danach. Das ist wichtig. Das ist genau das Geld, was euch fehlt. Und es ist das Schlimmste, wenn man wirklich dauerhaft im Dispo ist und der Dispozins beträgt zum Beispiel gerne mal 10% und mehr. Und wenn ihr dann immer dauerhaft 3000 Euro im Dispo seid, als Beispiel jetzt, sind das 300 Euro extra, die ihr für eure fehlerhafte Finanzplanung bezahlt. Das ist meine Meinung. Hoffe ich, war jetzt so ein bisschen ein freies Video, einfach mal so ein bisschen hier über diese Grafik getalkt. Ich hoffe, das hat einen Mehrwert für euch gehabt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Situation war, wie ihr vielleicht auch rausgekommen seid aus einer Überschuldung. Und ja, ansonsten einfach gerne die Diskussion in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.